Moin Moin Leute, Tumlo hier und wir haben ein neues Ziel in Darkest Dungeon, ein weiterer Bosskampf. Zerstöre den 8 Pünder der Briganten. Unser Team steht auf in den Wald. Gucken wir mal, was wir mitnehmen. Natürlich wie immer gut Fackeln. Ja, das reicht sogar schon, glaube ich. Machen wir so, was die Nahrung angeht. Heilkräuter, ein bisschen Gegengift, Schaufeln. Alle ein bisschen was. Ich denke, das wird ausreichen. Wir brechen auf. Simple folk are by their nature loquacious. And the denizens of the hamlet were no exception. It was not long before rumors of my morbid genius and secretive excavations began to fuel local legend. In the face of my increasingly egregious flaunting of public taboos, awe turned to ire, and demonstrations were held in the town square. Okay. The smell of sulfur and gunpowder hangs in the air. Oh, the war machine is close. Es fängt schon super an. Drei Kämpfe vor dem ersten Raub. Oh, danke schön. Leute, ihr habt zu tun. Ich hoffe, ihr schlagt euch gut, Leute. Das wird ein Spaß. Fangen wir doch an mit ein wenig Blut. Precision and power. Der war schön. Ich dachte eigentlich, es geht irgendwie auf die beiden mittleren. Ich weiß nicht warum. Aber gut, er wird sterben beim nächsten Zug. Ist gut. Wir haben andere Ziele, auf die wir uns fokussieren können. Erstmal ihn, der war noch nicht dran. Im durchdringenden Stoß kommen wir sogar bis nach hinten. Macht nur nicht besonders viel Schaden, leider. Das ist aber das Sinnvollste, was wir tun können. As the fiend falls, a faint hope blossoms. So. Ich wollte gerade sagen, irgendjemand wird nämlich noch dran sein, bevor sie wieder dran ist. Perfekt. Destroy them all. Und nur die Reihenfolge wieder anpassen. Nämlich so. Gefällt mir das Ganze schon viel besser. Ein Totem. Wer hat unangenehme Ticks? Oder wer braucht mehr angenehme Ticks? Beusel, du darfst mal. Hier war das Weihwasser beim Totem. Ja. Meereshöhlendieb. Okay. Interessant. Mehr Licht. Der nächste Kampf. Das wird aber auch kein Problem sein. Durchschuss macht halt 6 bis 10 Schaden. Das macht ein bisschen weniger, aber durch die Blutung macht es das Dicke wieder weg. Lassen wir die Kultisten bluten. Geht die nächste Runde auch nicht überleben. Das ist schon mal richtig gut. Bleiben nur noch die beiden Schläge. Mit denen werden wir schon fertig. Geht schon mal gut los. Sehr schön. Und Rock, gib ihm den Rest. Dankeschön. Ah, sehr, sehr schön. Also es geht schon mal sehr gut los. Dafür, dass wir so viele Kämpfe am Anfang haben, klappen die auch wenigstens relativ gut. Und jede Menge Hunde. Sie sind überrascht, das ist schön. Das ist sehr schön. 5 bis 7 Schaden. Machen wir das, dann verblutet der wahrscheinlich oder auch nicht. Überlebt mit einem HP natürlich. Durchdringender Stoß wäre eine Option. Ich glaube, das wäre sogar die sinnvolle Option. Dann ist eine Beast mit Sicherheit tot und die anderen beiden sterben zum Glück relativ schnell. Der Rest besser gesagt. Ausgewichen, verdammt. Und er trifft leider nur einen. Dann gehe ich jetzt nur mal sicher. Die beiden Mistviecher dürfen nochmal. Und da ist er krank geworden. Schade. Und die Blutung ist gar nicht mal so wenig. Wir machen weiter. Okay. Erstmal die Bandage verwenden.
another one falls. Und er darf einfach mal den Stress senken gerade. Das klingt sogar ziemlich cool irgendwie. Diese kleine Tonfolge. Du darfst heilen. Und Rock darf den Rest geben und verfehlt zum Glück nicht. Wow, das war eine Menge Gold. Unberührter Brunnen. Moment, der Brunnen, das war Weihwasser. Wir haben kein Weihwasser mehr, verdammt. Probier es trotzdem. Beuße. Ah, sehr schön. Okay, es war ein Risiko, aber ich wollte es versuchen. Das ist schon wieder so eine Reihe mit viel zu vielen Kämpfen. Aber die müssen wir zum Glück nicht mitnehmen. Die können wir ignorieren. Ich sollte die Richtung wieder anpassen. Position. Ah, nicht schlecht. Hoho, das ist eine Menge Erkundung. Die komplette Map. Okay, ich kann meine Route planen. Wir gehen weiter. Kato, du darfst entschärfen. Dankeschön. Wir haben ja uns gerade die komplette Map aufgedeckt. Das finde ich ziemlich krass. Das ist sehr, sehr gut. Das kann ich komplett planen. Also wir gehen erstmal auf jeden Fall hier runter und dann überlege ich mir gleich weiter, wie wir machen, wie wir vorgehen. Gucke ich mir nur die Karte an. Und wir finden eine Kiste. Lauf in eine Falle. Bitte. Oder so, okay. Dieser Tick ist ziemlich nervtötend. So. The match is struck. A blazing star is born. Also, wir könnten jetzt natürlich bis dahin durchlaufen einfach. Das würde bedeuten, drei Hindernisse. Wir müssen noch eine Schaufel zu finden. Und zwei Kämpfe. Wir haben noch eine Rast offen. Dann würde ich ehrlich gesagt gerne mal hier runter gehen. Einfach mal schauen, ob wir hier vielleicht noch was anderes finden. Dann können wir nämlich zeitweise hier rum und das Hindernis umgehen. Auch wenn das zwei Kämpfe mehr bedeutet, aber... Ich glaube, ich nehme lieber die Hindernisse, die Kämpfe, als das Hindernis, ehrlich gesagt. Ich habe kein Weihwasser mehr, das heißt, ich ignoriere jetzt das zweite Tote. Auf in den Kampf, meine Freunde. Ektoplasma und Kultisten an. Ja, damit kann man umgehen. Damit kann man definitiv umgehen. Vor allem, wenn man den One-Hit. Slowly, gently. This is how a life is taken. Das war ein schöner Start. Das war ein sehr schöner Start. Back to the pit. Ja, ja, stresst du nur. Wir haben noch eine Rast offen. Solange es nicht übertreibt, ist es kein Problem für mich. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ihr teilt gut aus, Leute. Das gefällt mir. Perfekt. Also bisher läuft es wirklich super. Und wir haben noch eine Menge Essen. Ich will diese Kuriosität da einfach mal mitnehmen. Das ist jetzt der Vorteil, dass wir wissen, dass uns da kein Kampf mehr erwartet und wir ihn relativ gefahrlos betreten können, den Bereich. Da ist die Kiste wieder. Ah, na danke. Ja, mach. Wir finden sogar Sachen. Unproblematisch. Das ist interessant. Dass hier nichts schief geht bei. Das überrascht mich. Ja, da rein. Wohin denn sonst? So, wir gehen zurück. Wir gehen darum. Wie gesagt, ich will jetzt keine Schaufel unnötig verbrauchen. Weil das ist Stress, den wir uns nicht unbedingt... Den wir nicht haben. Und wir haben hier den Sarg übersehen letztes Mal. Er ist halb geöffnet. Das schreit nach einer Schaufel. Okay, scheiß drauf. Nein! Das war Verschwendung. Verdammt. Dann ist es Weihwasser, aber ich will es jetzt probieren. Okay. Ich versuch's. Oh. Oh. Einen Tick bekommen haben wir. Hat jetzt den Meereshöhlendieb ersetzt. Was passt, da wir gerade im Wald sind. Gut, der Forscher bringt mir noch nicht viel hier. Aber so viel zum Thema Schaufeln. Vielleicht finde ich ja noch einen auf dem Weg. Packs laden with loot.
are often low on supplies. Guten Appetit. Viel Spaß mit diesem Kampf. Ich denke, hier werden wir dann lassen. Oder nach dem Kampf. Da muss ich noch gucken. Gehen wir doch erstmal. Hier Schaden pro Runde. Dann würde ich gerne nochmal Schaden machen. Natürlich reicht es nicht aus. Mit einem HP überlebt er das Leben. Ja, Markier Rock. Auch kann das aushalten. Er ist ein Waffenknecht. Der hält das durch. Der Kerl kann damit umgehen. Netter Versuch. Hauptsache nochmal markiert. Ja gut, er ist dieses Vieh stirbt jetzt sowieso. Versuche ich mal, einen Pilzschaber bluten zu lassen. Sieht gut aus. Great is the weapon that cuts on its own. Und wir machen mal den durchdringenden Stoß. Damit treffen wir nämlich leider nicht alle. Scheiße. Ich darf jetzt ist er nämlich nochmal dran. Verdammt. Okay, aber immerhin komme ich jetzt an die vorne dran. Die Heilung ist gerade tatsächlich nicht unbedingt. Na doch, wir geben ihm eine Heilung. Wir hätten das Ding sowieso nicht mehr umgebracht gekriegt, also machen wir lieber jetzt den Zug. Ah, Gift, ekelhaft. Sehr ekelhaft. Unangenehm. Katu, sehr schön, Blutung verursacht. So gefällt mir das. Perfekt. Saubere Arbeit, Leute. Und ich darf nochmal heilen. Dankeschön. Schön. Oh, und der nächste Kampf. Na, danke. Ich könnte jetzt Gegengift einsetzen, aber dafür ist das Gift nicht schlimm genug, ehrlich gesagt. Ich muss nur die Position wieder tauschen. Und dafür haben wir recht harmlose Gegner. Das ist schön. Ich glaube, hier werde ich auch tatsächlich mal mit einem... Was mache ich hier? Moment, so wollte ich gucken. Eigentlich müsste ich dabei mit einem Dolchstoß anfangen, damit wir auf jeden Fall was wegräumen. Machen wir doch so. Das Gift hört gleich auf, beruhig dich, das ist alles in Ordnung. A singular strike. Sehr schön, Rock. Sehr, sehr schön. Dann nochmal geheilt. Und Beusel darf dem verletzten Mistvieh jetzt den Rest geben. Super. Dann bestimmen wir auch die Positionen wieder. A trifling victory, but a victory nonetheless. Es geht gleich weg, der Effekt. Ah, noch ein bisschen Loot. Sehr schön. So, okay. Jetzt ist die große Frage. Wir haben noch relativ viel Essen und relativ viel Zeug. Ich glaube, ich werde diesen Raum hier oben noch mitnehmen, die Kuriositäten auf dem Weg. Wir können es uns nämlich leisten. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch eine Schaufel. Ja, das kannst du aufmachen. Da gibt es sowieso nichts Besonderes. Wurde bereits geplündert. Ist in Ordnung. Und Erbstücke. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Gut, hier gibt's nichts. War zu erwarten. Die Kämpfe ignorieren wir gekonnt. Jetzt auf jeden Fall hier runter und dann ziehen wir darüber. Und ich fürchte, wir werden einen Teil wegräumen müssen von Hand. Ich habe da keinen Bock drauf. Oh, das ist immer wieder interessant. Der alte Baum mit dem Gegengift. Gucken wir mal. Ah. Stein der Gesundheit. Erhöht das Leben, senkt die Geschwindigkeit. Rock hat tatsächlich noch Items frei. Mir fällt gerade auf, dass ich keine Items mitgenommen habe. so viel dazu. So viel zum Thema konzentriertes Spielen und ähnliches. Sehr gut. Wir gehen weiter. Und ich überlege gerade tatsächlich, ob es sinnvoller wäre... Nein.
Nature herself. Das passt. Wir machen so weiter, wie es gerade läuft. Auf zum nächsten Kampf. Unsere Leute haben Hunger. Dann erstmal schön. Kann ich auch... Nein, ich kann nur in einem Raum rasten. Schade. Sonst hätte ich gesagt, ich nehme das Ding noch mit und raste danach. Aber es geht ja scheinbar nicht. Und wir aktivieren mal unsere letzte Fackel. Wie gut, dass wir auch keine mehr brauchen werden unbedingt. Kultistenschläger und Kultistenanhänger. Na, dann wollen wir mal. Sehr schön. Sehr schön. So will ich das sehen, Kato. Räumen wir direkt hier vorne auch noch auf. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Räumen wir erstmal einen sicher weg. Den anderen räumen wir dann später weg. Der war gut. Oh, er war in Ordnung, sagen wir es so. Es hätte besser sein können, aber auch deutlich schlechter. Von daher ist es in Ordnung. Sehr schön. Kato ist dran mit... Ah, der Schnitt geht davon nicht. Dann würde ich sagen... Mach mir den Dolchstoß. Und du zerschmetterst ihn. Dankeschön. Gute Arbeit, Leute. Stopp. Push on to the task. Erst rasten. A spark without kindling is a goal without hope. So. Gucken wir mal. Haben wir jemanden, der rasten kann, der die Wache halten kann? Ja. Ja. Das will ich auf jeden Fall machen. Auch wenn es sonst nicht viel bringt. Dann würde ich sagen, was können wir noch Sinnvolles tun? Sie ist besser auf Position 1 tatsächlich. Also sie müsste dann nach vorne rücken. Müsste die Position von Rock übernehmen. Das ist nicht ideal. Rock macht eine Waffenübung. Und pflegt seine Ausrüstung. Das wird ausreichen. Wird absolut ausreichen. Alles läuft nach Plan, ganz genau. In Radiance may we find victory. Gucken wir mal. Es geht. Irgendwie haben wir nicht so viel wertvolles Zeug gefunden heute. Gut, gehen wir weiter. Auch wenn wir jetzt erstmal Stress bekommen. Es geht leider nicht anders. Without tools of iron, you must rely on flesh, an indefatigable purpose. Wurde bereits geplündert, okay. Gehen wir ein Stück weiter und gleich essen wir nochmal mit allen Mann. Es ist relativ dunkel, leider. Ist unangenehm, eventuell. So, alle sind auf maximalem Leben. Ich habe keine sinnvollen Items einzusetzen. Macht euch bereit für den Bosskampf. Wir haben tatsächlich den gesamten Dungeon erkundet. Okay, ich bin gespannt. Der Kanonier hält nicht viel aus, der Achtpünder hingegen schon. Dann muss ich gleich mal rumprobieren. Also der ist auf jeden Fall als letztes dran, ich sehe schon. Das Ding kann auch nicht bluten, er schon. Gut, das ergibt irgendwie Sinn. Lassen wir den nochmal bluten. Setzen hier einen Rechtsspruch ein. Wir haben halt so wenig Leute gerade, die wirklich an die hinteren Leute rankommen. Das ist nicht ideal. Fangen wir doch mal an. Gut, das Ding hält viel aus. Es hat nur Abwehr, das ist klar. Aber das sollte uns nicht daran hindern, die vernünftig was zu leisten. Und ich vermute, der Kerl wird gleich respawnen. Das Ding ruft Verstärkung. Okay, es ruft Verstärkung in jeglicher Hinsicht. Das ist uncool. Also ich will auf jeden Fall die Kanonier immer beseitigen, weil der wird sonst schießen. Soweit ich das interpretiere zumindest. Und der wird wehtun, wenn er schießt. Entsprechend rollen wir jetzt erstmal ihn weg. Ach, das ist auch, ich muss auf das Ding draufhauen. Das ist gar nicht mal so knapp. Oh, sehr gut. Gibt ihr selbst den Buff? Die Frage, wie lange? Ich probiere es einfach mal aus.
drei Runden, das ist gut. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, ich könnte jetzt versuchen, ihn zu stunnen. Das versuche ich auch. Komm schon. Sehr gut. So, dieses Mistding, dieses große, wieder Verstärkung rufen. Okay. Ich bleib dabei, dass ich immer einfach mich darauf konzentriere, den Kerl zu beseitigen, damit der nicht zum Schießen kommt. Dann klappt das eigentlich relativ gut gerade. Leider ausgewichen. Fangen wir jetzt mal an, dem Ding Schaden anzurichten. Und du darfst ihn noch zerschmettern, auf dass er nicht angreifen kann. Er stirbt, das heißt, er darf schießen und das ist nur Verstärkung. Die Taktik scheint mir relativ effektiv zu sein. So können wir immer ein bisschen Schaden machen, ohne selbst allzu viel Schaden zu kassieren. Das dauert zwar eine Weile, aber... Okay. Und wenn nur so wenig respawnt, ist es umso besser. Ja, schade. Na gut, er verfehlt. Kann ich ihn für die Runde eigentlich auch ignorieren. Weil er wird sowieso respawnen. Feuer ich jetzt mit allem, was ich habe, auf das Ding drauf. Auf die Kanone. Wenn wir nicht besonders viel Schaden anmachen. So, ruf deine Verstärkung. Er ruft nicht mehr so viel. Er hat doch vorher mal alles aufgefüllt, oder nicht? Das ist gerade interessant. Tatsächlich. Aber ich bleib bei der aktuellen Taktik. So, jetzt auch. Sehr schön, Kato. Ist es, glaube ich, sogar relativ sinnvoll, wenn wir ihn einfach nur stunnen. Wenn Rox gleich schafft, ihn zu stunnen, wäre das ziemlich cool. Ich kann nämlich im nächsten Zug nicht angreifen. Weil er ist immer als erstes dran gerade. Da kommt Verstärkung. Ein Meuchler und ein Brigantenkanonier. Okay, das ist jetzt eine ungünstige Position. Räumen wir ihn jetzt mal weg. Sehr schön. Das Problem ist, wenn ich jetzt nicht kritte oder nicht besonders gut treffe, dann wird der jetzt mal schießen dürfen. Und er darf schießen, das ist nicht gut. Uh-oh. Ich komme auch auf keinem Wege davor. Scheiße. Okay, ich glaube, das wird jetzt wehtun. Holy fucking shit! The true test. Okay, das habe ich erwartet. Nicht ganz so extrem, aber ich habe es erwartet. Also wir dürfen auf keinen Fall den Kanonier am Leben lassen. Das habe ich schon richtig eingeschätzt an der Stelle. Gut. Ja. Weiter auf den Abkühler draufhauen. Und du musst jetzt vor allem mal heilen. Ich habe noch zwei Leute, die draufhauen können, also sollten wir es eigentlich schaffen. Gut. Das war das Wichtigste. Er verfehlt uns glücklicherweise. Dankeschön. So. Lassen wir ihn looten und... Perfekt, er wird im nächsten Zug looten, wenn er dran ist. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Okay. Okay. Aber es ist fast geschafft. Nur wenn das Ding noch einmal schießt, dann ist es erledigt. Aber es ist alles gut. Der wichtigste Gegner ist ausgeschaltet. Alles bestens. Ich hätte ungern, dass der angreift. Dass er angreifen darf. So, aber Beusel ist gleich nochmal dran, oder? Ja. Kann allerdings nur mit dem durchdringenden Stoß nach vorne. Verdammt. Ach, es gibt den Debuff. Und macht nicht viel Schaden. Das war dämlich. Machen wir so. Das war ein verschwendeter Zug. Okay,
Okay, und es scheint irgendwie ein Würfel im Hintergrund zu rollen, wie viel wiederbelebt wird. Das ist aber, das soll mir sehr recht sein. Das ist absolut in Ordnung. So kann ich mich nämlich wirklich gut auf diesen Gegner fokussieren. Also das ist jetzt ein Gegner, der wirkt relativ einfach. Aber nur solange man es schafft, den Kanonier auszuschalten. Wenn man das nicht schafft, hat man ein Problem. Und zwar ein großes. Ein sehr, sehr großes. Das Ding ist im nächsten Zug tot. Dann müssen wir noch den Rest ausschalten. So, das übliche Blutung für ihn. Sehr schön. So. Und so. Okay, Rock, da gibt Rock, darfst du mal draufhauen. Darfst das Ding jetzt anpusten. Dankeschön. Our family crest is once again a symbol of strength. Was ein Kampf. Okay, hier gibt's nichts mehr zum Looten. Wir haben alle Räume erkundet. Wir beenden den Dungeon. Junge, Junge, das hätte schief gehen können. Wir haben die geweihte Schriftrolle der Vestalin. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Item. Okay. Und alle kriegen Ticks. Und drei kriegen den Level Up. Besessen von übernatürlichen, schnelle Reaktion, das ist gut. Du bist krank geworden, hast eine verhängte Schulter, nicht gut. Und vorbereitet ersetzt Macht der Verzweiflung, das ist gut, weil Macht der Verzweiflung war, glaube ich, eine Fähigkeit, die nur bei der Schwelle des Todes triggert. Oder bei hohem Stress, eins von beiden. I was Lord of this place, before the crows and rats made it their domain. Phyton ist erleuchtet und ist nicht mehr selbstsüchtig. Raulin hat ein Trinkgelage veranstaltet und ist verschwunden. Und Mancor hat erstmal 500 Goldmünzen verloren, nachdem er angetrunken eine Runde ausgegeben hat. Na danke. Fängt super an. Sortieren wir erstmal unsere Leute nach Stress, denn wir werden viele Leute losschicken müssen. Zum Entspannen. Warum gibst du hier so viel Geld aus? Manche Leute geben da einfach mehr Geld aus als andere und ich verstehe nicht ganz warum. Geben heilige Leute aus, automatisch mehr Geld in der, im Kloster aus, oder was? Ah, wir können hier ein Upgrade einbauen. Machen wir das mal. A little hope, however desperate, is never without worth. So, du darfst dich da auch entspannen nochmal. Dann gucken wir mal hier hin. Okay, nein, Framan zahlt allgemein mehr, interessanterweise. Was nicht cool ist. Gut, entspann dich. So, die drei entspannen. Sieht soweit recht gut aus. Der Rest ist relativ ungestresst. Alle Accessoires ablegen, wir hatten sowieso nicht viel dabei. Okay. Dann werde ich beim nächsten Mal... Ah, wir gucken erstmal. Immer noch keine neue Vestalin leider. Aber wir haben gerade... Ich überlege gerade, ob wir eine Schützin mitnehmen sollen. Aber dessen Schützin. Wir haben ja nur eine. Oder einen Schützen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das weiblich ist oder männlich. Das erkennt man so schlecht. Ich meine, diese Rüstung sieht so ein bisschen aus, als sollten das hier. Sollte das hier eine Ausbeugung sein, aber es ist schwer zu deuten. Nekromanie. Oh, super. Gut, okay, besser als Nekrophilie. Nekromanie geht noch. Besser fasziniert als... Naja, ihr wisst schon. Und sie ist auch... Oder er oder sie ist besser, wir nehmen Garen mit. Vielleicht schmeißen wir Garen bald wieder raus. Bandage and pillage. The dancing steps of war. Gut, wir haben ein... Neues, wir haben eine volle Liste, ein volles Team. Ich weiß noch nicht, was wir beim nächsten Mal machen werden. Das werde ich mir gleich in aller Ruhe anschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, Leute. Haut rein!